Acht Stolpersteine in Erinnerung an die jüdische Familie Hahn in Göttingen. Hier hat sie bis zu ihrer Vertreibung ein Geschäft mit Pelzen und Schuhen geführt. Die Erben sind aus der ganzen Welt angereist. Auch Michael Hayden ist aus Kanada in die Geburtsstadt seines Vaters zurückgekehrt. Mein Vater hat nie Deutsch gesprochen und überhaupt wenig über Deutschland geredet. Er war Deutscher. Nur wenn er mich auf seinen Knien hat reiten lassen, sang er Hoppe Hoppe Reiter. Ich kenne nicht mal den richtigen Text, aber ich erinnere mich als Kind auf seinen Knien. Michaels Vater konnte 1939 nach England fliehen. Er änderte seinen Namen von Rudolf Hahn zu Roger Hayden. Die Familie Hahn zählte zu den reichsten und anerkanntesten Familien in Göttingen. In der Pogromnacht wurden sie aus ihrem Haus getrieben. Max Raphael Hahn, 6 Monate später inhaftiert, und seine bedeutende Sammlung jüdischer ritueller Silberstücke von den Nazis beschlagnahmt. Ein Großteil der äußerst wertvollen Sammlung ist bis heute verschollen. Max Hahn und seine Frau wurden deportiert und ermordet. Mein Großvater hat seine Sammlung geliebt. Selbst als er im Gefängnis war, schrieb er fast nur über seine Judaika. Also die Bedeutung der Judaika-Sammlung für die Nachfahren von Max Hahn ist immens groß. Sie steht natürlich quasi als Zeugen für die Vergangenheit der Familie. Die Nachfahren lassen deshalb gezielt nach dem Erbe suchen. Erster Schritt, vor 10 Jahren. Im Städtischen Museum Göttingen belegen die Eingangsbücher, wie das Haus einst von der Notlage der jüdischen Familie Hahn profitierte. Der für mich wirklich erschütterndste Moment war, die Möbel von Max Raphael und Gertrud Hahn waren hier über viele Jahrzehnte ausgestellt als Beispiel für bürgerliches Wohnen um 1900. Und die Möbel standen da, das Sofa, daneben 2 Sessel und ein Tisch davor mit einer Tischdecke drauf, ohne dass auch nur der geringste Hinweis angebracht war, dass das Möbel sind, die aus jüdischem Besitz stammen. 4 Jahre später erfährt die Familie Hahn-Hayden vom Fund der Möbel. Sie entscheidet, das Ensemble dem Museum als Leihgabe zu überlassen, mit der Bedingung, sie auszustellen. Im Moment befinden sie sich noch im Depot. Es ist seltsam, mir vorzustellen, wie meine Großeltern auf diesen Möbeln gesessen haben. Sie sind voller Geschichten. Für mich geht es darum zu verstehen, wer meine Großeltern waren, Lücken zu füllen und den Stimmenlosen eine Stimme zu geben. Max Raphael Hahn war ein leidenschaftlicher Sammler. Im Städtischen Museum Göttingen finden sich immer wieder Objekte, die ihm gehörten. Sogar Stücke mit christlichen Motiven. Sie waren tief in der deutschen Kultur verwurzelt. Und das ist auch der Grund, warum sie nicht geflohen sind, als sie noch konnten. Sie wollten einfach nicht glauben, was in Deutschland passierte. In herzzerreißenden Briefen an seine Familie verteidigt Max Hahn, warum er nicht ausreist. Am 5. Februar 1939 schreibt er an seine Tochter Hanni: Ich hätte das nie für möglich gehalten, wenn man es mir vorher gesagt hätte. Briefe und Akten, sie liefern in diesem Sommer endlich die Hinweise auf den Verbleib der Judaika-Sammlung. Von Hamburg aus wurden die Hahns deportiert. Und es finden sich im Staatsarchiv Unterlagen zu einem Bankdepot, das Max Hahn für seine Tochter anlegen ließ. Hier drin sind Kontoauszüge erhalten und im Jahr 1941 kann man hier sehen, dass Kunstgegenstände von Max Hahns Tochter eingelagert waren. Das war jetzt die erste Spur, dass hier in Hamburg eben auch was von der Familie Hahn eingelagert worden ist. Bekannt ist, dass sich im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe beschlagnahmtes jüdisches Silber befindet. Christian Riemenschneider vermutet hier Stücke aus der Sammlung. Und die Spur ist richtig. Ja. Das ist ein kleines Wunder. Also es ist ja einfach für die Familie, für die Nachkommen der Familie Hahn, für das Museum Kunst und Gewerbe und für mich selber als Forscher, aber auch persönlich ein richtiges Highlight. Der Becher zeigt die Jakobsgeschichte aus dem Alten Testament. Aus ihm hat die Familie Hahn gesegneten Wein getrunken.
Ein Jahr lang hat Riemenschneider recherchiert, um den Becher zu finden. Anruf bei Michael Hayden in Amerika. Unglaublich, dass der Becher gefunden ist. Und was besonders schön ist, dieser Becher hat meinem Großvater so viel bedeutet, dass er ihn immer behalten hat, bis er schließlich nach Hamburg ziehen musste. Mhm. 80 Jahre nach der Pogromnacht erhält die Familie nun den Becher zurück. Aber die Suche nach der Sammlung geht weiter.